Die Deutsche Bank bekommt den dritten neuen Chef in 6 Jahren. Auf John Cryan folgt nach 3 Jahren mit Verlusten in Folge ab sofort Christian Sewing, einer seiner Stellvertreter und seit Jahrzehnten bei der Bank. Der neue starke Mann machte am Tag nach seiner Berufung klare Ansagen. In einem Brief an die knapp 100.000 Beschäftigten der Bank forderte er eine neue Jägermentalität. Der Aktienmarkt reagiert sehr positiv auf den Führungswechsel bei der Deutschen Bank. Der Motto: Neue Besen kehren gut. Mit Herrn Sewing kommt ein Visionär jetzt, der ist operativ was machen muss, nachdem Herr Cryan als Abrissbirne das zerschlagen hat, was er keine Rendite mehr bringt. Aber dennoch wird natürlich der zukünftige Weg der Deutschen Bank enorm schwierig, weil sie sich jetzt in Geschäftsfeldern tummelt, die andere auch beherrschen. Alles ist gespannt, wie stark das Kapitalmarktgeschäft, einst Ertragsperle der Bank, künftig noch sein wird. Das Institut hat bereits begonnen, diese Aktivitäten im Handel mit Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffen auf den Prüfstand zu stellen. Sewing machte klar, dass vor allem die Investmentbanker den Gürtel künftig enger schnallen müssen.